Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe so in meinen Jahrzehnten, die ich jetzt mit Gärtnern und so weiter mich beschäftige, nie jemanden gesehen, der so Gärtner war wie Wolfgang Oehme. Sowas von nur mit dem Thema Pflanzen und Gartenanlegen unterwegs war wie er. Und das lag daran, dass er mit 3 Jahren schon einen eigenen Garten hatte, nämlich einen Schrebergarten. Hat er von seinem Onkel in Chemnitz, wo er geboren war, hat er so ein Stück Garten gekriegt. Und das war mehr oder weniger Teich, aber schon ein paar Beete, wo er dann irgendwie Gemüse gezüchtet hat. Das ist ein Foto aus der Lehre in Bitterfeld. Er ist dann umgezogen nach Bitterfeld, beziehungsweise seine Eltern, wo er eine Lehre in der Friedhofsgärtnerei gemacht hat. Ich mache das jetzt schneller als sonst, damit ich mit der Zeit hinkomme, weil ich mir den Vortrag ja teilen muss mit Frau Dorf, ne? So, ganz schnell. Das ist während des Studiums. Er ist dann nach Berlin gegangen und hat dort, wie das damals hieß, jetzt sagen wir mal Landschaftsarchitektur oder Gartenarchitektur studiert und hat sich 1952 in Hamburg und bei der IGA hat er sich Geld verdient. Beim Kabelgraben, Buddeln und so weiter. Entscheidend an diesem Hamburger Aufenthalt ist, dass er dort Pflanzungen gesehen hat von Karl Plomin, Hamburger Landschaftsarchitekt, ganz bekannt. Neben Gustav Lüttke, vielleicht der in der Nachkriegsmoderne da den Ton angegeben hat, und Günter Schulze. Und der hat auf der IGA-Gelände, im IGA-Gelände riesige Flächen mit Calamagrostis, Karl Förster, bepflanzt. Hunderte. Und das war in der damaligen Zeit eher selten. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, sowas will ich auch. Das hat ihm dann irgendwie den Impuls gegeben, in Masse zu machen, wofür Oehme ja am Ende steht. Das ist ein Bild mit Marianne Förster. Da ist er dann nach der Wende öfter gewesen und die haben sich dann auch angefreundet, die beiden. So, aus dieser Welt kam Oehme und in diese Welt ist er dann gezogen. Das ist 1958 ist er darüber und das ist eine Aufnahme aus dem gleichen Jahr. Das, was er gemacht hat, er ist ja im Osten gelandet, in Washington DC, wo er auch sein Büro aufgemacht hat hinterher. Ist er einmal quer durchs Land, und um das mal kennenzulernen, und ist dann da am Hollywood Boulevard in Los Angeles gelandet. Einmal quer durch und wieder zurück. Und dieses Bild zeigt seine Vorstellung von Amerika. Was hat er gelesen als Sachse? Karl May. So. Und er war tatsächlich der Meinung, dass in Amerika noch also Indianer hinter Bisons herreiten und so weiter. Und das ist also auf dieser Fahrt 1958 gemacht worden, diese Aufnahme. Und man hat ihn natürlich nach der Ankunft in Amerika versucht auszureden, dass die Apachen schon längst irgendwie Auto fahren und so weiter. Und dann ist er da aber rechts ran, hat ein Foto gemacht und hat das seinen Leuten da in Washington. Siehst du, ich habe die Indianer, die ich meine, sie gibt es noch. Und dann hat er gesagt, naja, so ein Quatsch. Und dann war an dem, weiß nicht, auch am gleichen Tag jedenfalls, fand ein Kongress in Washington DC statt, wo es um Indianerrechte, Reservate und so weiter ging. Und dann kamen sehr viele Indianer dahin. Und zwar in Kriegsbemalung und so, wie sie eigentlich traditionellerweise früher da über die Prärie geritten sind. Und da hat Oehme dann waren die in einem Lokal und haben tatsächlich dieses Thema behandelt. Und dann kam so eine Kohorte Apachen da rein. Und dann hat Oehme gesagt, siehst du, ist doch so. So, das, aber er hat es ja irgendwann gelernt. So, es gibt ein paar schlechte Fotos. Das ist eins davon, muss ich aber zeigen, weil es war die Zeit 1958 bis in die 60er Jahre, da gab es keine Stauden, das klang heute schon mal an, so gut wie keine Stauden, Einjährige und Gehölze, so sahen die Gärten oder das, was man dazu sagte, auch aus, Rasen, Gehölze und wie gesagt, Einjährige. So, und dieses Land betrat Oehme, nachdem er sich entschlossen hatte, nach Amerika zu gehen. Durch Kontakte hat das funktioniert, ist er darüber, um in großem Stile das zu machen, was er in Hamburg bei Karl Plomin gesehen hatte. Und dann waren die Burschen, das ist jetzt nicht 1958, sondern ein bisschen später, waren dann da unterwegs und das waren ja keine Gärtner, sondern das waren Mitarbeiter von sogenannten Mow and Blow Companies. Mähen und Blasen, was anderes taten die nicht. Und das hat sich nicht viel geändert. Also Oehme, der ja
was mich angeht, mich zu seinem Missionar erkoren hat, kurz bevor er gestorben ist, 2011 ist er gestorben, und hat gesagt, Stefan, du musst missionieren, du musst den Öme Missionar machen. Das heißt, Rasen weg, Stauden hin. Das war so sein Credo. Und das war also diese Erscheinung, die wir heute nach wie vor haben, dass selbst bei 40 Grad und 6 Wochen kein Regen noch Rasen gemäht wird, beziehungsweise Staub aufgewirbelt wird. So sahen die Gärten aus, beziehungsweise so sah der erste Öme-Garten aus. Also wenn man jetzt meint, er hätte damals schon diese großen Stauden- und Gräserlandschaften gemacht, dann ist das ein Irrtum. Er hat so angefangen. Warum hat er so angefangen? Weil es keine Stauden gab. So, aber wichtig, Rasen weg. Das war das Entscheidende. Kein Rasen. Und stattdessen hat er dann, was ökologisch auch nicht so richtig konsequent ist, da wo kein Rasen war, hat er eben Beton hingekippt. Den muss man wenigstens nicht mähen. Und da wird kein Sprit verbraucht und wird kein Krach erzeugt. Der Beton liegt da, wo er liegt. Und da kann man dann Stühle draufstellen. Und das, was man da als hier Rahmen sieht, ist Redwood-Holz, was man heute auch nicht mal eben mehr so absägt, um daraus eine Terrasse zu machen. Aber ansonsten, was die Bepflanzung angeht, war das noch so. Hier auch Öme, Freikörperkultur. Der brachte es auch fertig, wie mir seine Frau erzählte, 2006, als ich da drüben war. Er ging also auch in den 50er, Anfang der 60er Jahre stolz in die Geschäfte und kaufte da was ein, so. Und das war in prüden Amerika eigentlich undenkbar. Aber das drückt ein bisschen seinen Charakter aus. Dem war es auf Deutsch gesagt, shit egal, was die anderen Leute denken. Er zog sein Ding durch. Hier sehen wir nochmal diese Terrassengeschichte. War für eine Schauspielerin, hat er den Garten gemacht und die wollte vor allen Dingen mal Beton. So, wie alles begann. Ja, wie was begann? Sein Ruhm begann, so kann man es vielleicht sagen, denn immerhin hat Wolfgang Oehme ja zusammen mit James van Sweden einen Gartenstil entwickelt, den New American Garden. Und so begann das. In Amerika gab es keine Pflanzen und dann reiste Wolfgang Oehme einmal im Jahr nach Deutschland mit diesem Schmuggelbuch und ging durch Gärtnereien, botanische Gärten, hielt auch mal an der Autobahn rechts an, wenn er interessante Pflanzen sah, die Samen trugen, und hat die Samen in diesem Ding aus Deutschland nach Amerika geschmuggelt und hat die dann diesem Herrn gegeben. Das ist Kurt Blümel, der ja da auch eine sehr bekannte Gärtnerei gegründet hat, und der hat die dann vermehrt. Das war eine ideale Geschäftsverbindung. Eingestielt von dieser Dame, das ist Pauline Vollmer. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber 2010 habe ich sie noch mal besucht. Und da war sie über 90, da ist dieses Foto entstanden. Und ist aber noch mit ihrem dicken Straßenkreuzer durch die Gegend gefahren und kam, ich habe zu Hause gewartet bei ihr, und dann kam sie, das ist einfach irre, mit 2 Jute-Taschen, rechts und links, voller Melonen, stieg sie aus dem Auto aus. Also eine zähe Frau. Und Pauline Vollmer ist insofern interessant, sie war verheiratet mit Leo Vollmer und der hat sein Geld mit Besen verdient. Millionär mit Besen geworden. Und sie hat sich den Garten von Wolfgang Oehme umgestalten lassen, aber nur einen Teil. Und dann kam der Leo Vollmer, weil der Rasen wegging, dann kamen Stauden hin, kam der Leo auf die Idee, eine Firma zu gründen. Leo Vollmer, Kurt Blümel, Wolfgang Oehme. Leo Vollmer hat das Geld, Blümel wurde als Gärtner verdonnert, der sollte die Pflanzen vermehren, und Wolfgang Oehme hat dann die Gärten geplant und die Pflanzen verwendet. Und das hat wunderbar funktioniert. Idealerweise kam James van Sweden, dieser Mensch, dazu, etwas jünger, 5 Jahre jünger als Wolfgang Oehme, hörte davon und hat ein Praktikum gemacht bei Wolfgang Oehme. Und dann sind die am Wochenende, weil sie sich so gut verstanden, in soziale Brennpunkte gefahren und haben da Rasen weg, Stauden hin gemacht, auf eigene Rechnung, war denen wurscht. Das ist ein spätes Bild von 2000, glaube ich. Das ist das bescheidene Wochenendhaus von James van Sweden. Also man konnte durchaus Geld verdienen in Amerika, kann man immer noch, wenn man
sich bei Kurt Blümel einen Rabatt ausbittet. Die haben also an den Pflanzen, die sie da aufgeschrieben haben, auch noch ein bisschen mitverdient. Und Wolfgang Oehme konnte nie mit Geld umgehen, aber der Jim schon. So, dieser Garten ist entscheidend für den ganzen Erfolg. Das ist die Bundesbank von Amerika in Washington D.C., Pennsylvania Avenue, viel befahrene, viel begangene Straße. Das war vorher anders aus, davon haben wir jetzt kein Bild. Park, Rasen, Wege, Bäume, das war's. Und dann ist da ein Sturm über Washington D.C. hergefegt, die ganzen Bäume hat es umgelegt und der Garten war kaputt. Und kurz vorher war ein Garten abgebildet in der Washington Post von Wolfgang Oehme und James van Sweden und mit Rudbeckia Goldsturm. Da. Also wenn man an Wolfgang Oehme denkt, dann denkt man ja gleich an Rudbeckia Goldsturm. Und dann hat der Chef der Bundesbank gesagt, sowas will ich auch haben. Und dann da finden sie keinen Rasen mehr, da sind Wege und Stauden und da hinten ist Karl Förster. Und das kam dann auch natürlich in die Washington Post und dann fing es an. Dann kamen die großen Aufträge. So, ich habe Wolfgang Oehme gefragt, hast du eine Philosophie? Philosophie, das Wort war dem schon viel zu kompliziert. Worauf kommt es denn an? Das geht ganz schnell. Das sind einmal natürlich nur ein naturhaftes Bild mit robusten Stauden und Gräsern. Das ist eigentlich der Punkt. So. Und der Übergang nach draußen, der darf nicht abgegrenzt sein. Da gibt es keine Zäune, keine Hecken. Man fragt sich ja da auch, wo hört der Garten auf, wo fängt er an? Und das gelingt einem natürlich mit Gräsern, die ja immer einen naturhaften Ausdruck haben, ganz leicht. Wasser musste immer. Ich kenne keinen Garten von Wolfgang Oehme und James von Sweden ohne Wasser. Und nicht drei davon, drei davon, drei davon oder 13 davon, 13 davon, 13 davon, sondern mal eher 300 davon, 500 davon. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Lysimachia clitroides auf Long Island, ein Garten. Ich weiß nicht, wie viel das sind, aber man kommt natürlich mit 300 jetzt nicht aus. Aber man kann sich vorstellen, wenn man da jetzt steht und der Wind, und da geht einfach immer Wind, der geht da durch, das ist einfach irre. Und die blühen ja relativ lange, aber wenn die nicht mehr da sind, dann fragt sich natürlich, was ist da los? Da ist nicht viel los in der übrigen Zeit. Also im Frühjahr, das ist immer ein bisschen ein Problem, da versucht man mit Zwiebeln was zu retten. Genau. Und dieses drei davon, drei davon, drei davon, sich davon zu verabschieden und zu sagen, 30 davon, 30 davon, das hat er sogar in botanischen Gärten durchgezogen, wo ja eher möglichst viele Arten und Sorten zu zeigen sind. Das ist jetzt Cloud9 wahrscheinlich, Panicum, wo dann auch mal 30, 40, 50 Stück angepflanzt worden sind. So, in die Gärten, das geht jetzt auch relativ schnell. Oehme, van Sweden sind mehr oder weniger hinterher mit Privatgärten bekannt und berühmt geworden. Die haben aber angefangen mit öffentlichen Räumen. Das ist jetzt das Diplomatenviertel in Washington, Goldsturm. Die gibt es schon nicht mehr, weil die Trockenheit nicht abkönnen. Die haben es, glaube ich, dann mit Subtumentosa versucht, was besser funktioniert hat. Und dann haben sie hinterher, anfangs haben die ja keine Bewässerung reingelegt. Da liegt jetzt, glaube ich, auch noch eine Bewässerung drin. Das sieht jetzt gar nicht so Oehme-mäßig aus, weil davon drei, drei, drei hier, von drei davon und so weiter. Aber das ist ein ziemlich wichtiger Garten, wenn man so will. Hier ist das Weiße Haus, also in der Richtung. Hier ist das Kapitol, da ist die Mall, da geht Bill Clinton immer noch joggen. Und das ist der deutsch-amerikanische Freundschaftsgarten. Das wurde ausgeheckt von Helmut Kohl und Ronald Reagan. Und das fand Wolfgang Oehme, mit dem ich nie über Politik, mit dem konnte man auch gar nicht über Politik reden, mit dem konnte man eigentlich nur über Pflanzen reden. Aber er war doch stolz, dass er die Hand von Helmut Kohl geschüttelt hat. Von Ronald Reagan nicht. Und das fand da statt. Und dann hat er den Auftrag gekriegt, weil er eben diese deutschen Wurzeln hatte und damals auch schon bekannt war. Ja, das ist dann gleich auch am Hudson River in New York, im Battery Park. Also das war schon immer prominent, groß,
Ja, und großzügig und da hier gleich in Wassernähe, ist ja leider ein historisches Bild, wirkt das wunderbar und ist, also ich war jetzt auch schon 5 Jahre, 6 Jahre nicht mehr da, aber es ist noch ziemlich so erhalten, das muss man schon sagen. Da müssen die auch nicht so pflegen, das ist das Praktische an Öhmegärten, da hat man dann irgendwie 10 Sorten und das merken sich die Gärtner auch und der Rest ist Unkraut, das kann raus. Und dieses Bild ist gemacht worden im Botanischen Garten von Chicago. Das war, wenn ich es recht erinnere, auch ein Millenniumsprojekt. Da ist ja in Chicago einiges passiert. Pete Audorf hat da ja auch gearbeitet. Genau. Und da hatte Wolfgang Oehme nicht seine Finger nicht im Spiel. Sieht man sofort, warum? Was fehlt? Rudbeckia Goldsturm. Also es gibt eigentlich keinen Garten, wo Goldsturm nicht fehlte. Das hat also James von Sweden alleine gemacht. Da kann man nicht ins Geschäft. Das ist auch ein wichtiger Garten, weil 1985 hat er den Garten von diesem Ehepaar angelegt. Carol und, wie heißt er, Rosenberg. Name, Vorname vergessen. Die ihr Geld mit Kunst verdient haben, und zwar ganz viel. Und die haben auf Long Island ein Wochenendhäuschen. Und deren Garten hat er angelegt, als er auch mal in der New York Times war mit einem Projekt. Gleich gesagt, den muss ich haben, ich will Wolfgang Oehme haben. Also die Carol hat das gesagt. Die leben immer noch, ich habe noch Kontakt mit denen. Er ist jetzt 104 und sie ist 20 Jahre jünger. Sind aber noch richtig gut unterwegs, leben eigentlich in Manhattan. Die nette Anekdote dazu war, das Haus stand und der Garten war angelegt von irgendjemand anders, gefiel Carol aber nicht. Da musste wieder alles abgeräumt werden und dann wurde der Garten nochmal angelegt, wieder von jemand anders. Wollte sich. Und dann hat sie den Zeitungsartikel gelesen mit so. Und dann hat sie gesagt, das muss ich haben. Und dann war das System, James von Sweden geht vor, weil James von Sweden war der präsentieren konnte, der reden konnte, mit dem man auch mal ein Aperitif und so weiter, das war James von Sweden, der hat die Leute um den Finger gewickelt und der war dann durch und dann, wenn es ans Eingemachte ging, zu pflanzen und anzulegen, dann kam Wolfgang Oehme hinterher. So, und Wolfgang Oehme hat sich mit denen auch angefreundet, obwohl es folgende Anekdote gibt, wie gesagt, das Haus stand und dann kam der Plan von James von Sweden und Oehme machte den Pflanzplan und bepflanzte. Und ich sage jetzt mal, ich weiß nicht die Zahl, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre später, kriegte Oehme den Anruf vom Rosenberg, du musst kommen, du musst an der Bepflanzung was ändern. Die Bepflanzung, die rückt mir zu nah ans Haus, du musst da was anderes hinpflanzen. Und dann ist Oehme gekommen und hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, nee, von der Bepflanzung, da muss gar nichts weg. Du kannst dein Haus kleiner machen, das können wir schon machen. Aber die Bepflanzung, da passiert nichts. Es ist immer noch so, wie es war. Ist auch nichts passiert. So, und das ist im Prinzip ein ganz schlichter Garten. Rasen gibt es schon noch. Immer kriegt er einen Rasen auch nicht weg. Und dann Pinisetum ist ja auch so eine Pflanze, die er viel gepflanzt hat. Und ja, schlicht, naturnah. Und das ist auch wunderbar. Also er hat sein Geld mit Kunst gemacht und der kann auch dann irgendwie mal so einen Henry Moore da im Garten stehen haben. Da passiert nichts damit. Kriegt man ja auch nicht mal so eben weg. Und das ist eigentlich ganz schön, im Jahreslauf zu sehen, wie der dann verschwindet, der Henry Moore. Und im Februar, März, wenn dann abgeschnitten wird, da ist er dann wieder da und wächst dann wieder langsam zu. Ein weiteres sehr wichtiges Projekt ist das hier. Wir sehen schon, Oehme hatte schon seine Finger im Spiel. Das ist eigentlich eine Privatsache von Oehme gewesen. So sah das vorher aus, Gerichtsgebäude in Towson, ein Vorort von Baltimore, wo Oehme gelebt hat. Und so sah das aus, Bäume, Rasen, Wege, Bänke und irgendwie so eine Kanone hier und das war's. Und dann ist Oehme dem Herrn Oberrat da so lange auf die Nerven gegangen, dass der Oberrat irgendwann gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus, mach. Und die Verpflichtung war nur, dass Oehme für die Planung nichts nimmt. Das durfte nichts kosten. Die Pflanzen, klar, wusste man, wo die herkommen, Kurt Blümel. Und dann sah das eben dann so aus danach.
So, und dann entwickelte sich dieser Park, wo vorher, das ist allerdings jetzt O-Ton Ömet, ich verbürge mich damit dafür nicht, kaum Pause gemacht wurde von den umliegenden Verwaltungsgebäuden. Und seit das dann so aussah und immer noch aussieht, ist das also ein hochgenutzter Park. Das ist aus 2006 gemacht. Warum habe ich das Bild gemacht? Um die Zeit war ich da. Und da kamen wir dann vorbei in den Park und wir hörten ein Geräusch. Motorsense. Und Öme, der, also Insekten und so weiter, wissen wir ja, also er war ja der große Ökologe, das Gras abschneiden, wenn es besonders schön war, nämlich jetzt Ende Oktober, das geht ja gar nicht, ging diesem Geräusch nach und ich hörte dann nur von Weitem. Und das war von Öme eigentlich, dem man wirklich die Worte aus der Nase ziehen musste und er eigentlich immer nur so geschnoddert hat, ganz leise, hörte ich dann, wie er die Gärtner da, auf Deutsch gesagt, zusammenschiss. Und dann war Ruhe. Die Sense war aus und dann blieben wir, mussten wir in dem Garten bleiben, und zwar bis die Feierabend haben. Und der hatte dann drei Miscanthus abgeschnitten und der Rest blieb stehen. Und, aber wir kamen dann drei Tage später wieder dahin, da waren die Miscanthus platt. Also die lernen auch nichts. Also wir lernen einfach nichts. So, die nächste Geschichte, Privatgärten. Wie gesagt, da ist er hinterher stark mit geworden und sehr bekannt geworden mit großen. Das ist ein kleiner Garten, der hat, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Quadratmeter. Und er hatte auch Privataufträge, also das Büro, Öme van Sweden, das waren die großen Dinger. Und dann, weil aber auch Samstag und Sonntag gab, auch im Büro, und Öme dann Langeweile empfand, hat er dann durch die Nachbarschaft geschlichen und hat sich da auch noch Kunden geholt. Diese beiden zum Beispiel. Und das ist insofern interessant. Also das ist jetzt ein Bild von dem Garten, mehr habe ich jetzt da nicht, andere habe ich rausgeschmissen. So sieht der Garten aus. Jetzt denken Sie, komisch, sieht gar nicht aus wie Öme. Wo ist Goldsturm und wo sind die großen Flächen? Ja, das hat einen Grund. Die Frau Kane hat sich das anlegen lassen und die hatte vorher mit Garten nichts zu tun. Und dann war der Garten fertig und dann hat die Spaß gehabt, weil es so einfach war. Da gab es 10 Sorten und die konnte die auseinanderhalten und fing an zu gärtnern. Die wollte eigentlich nur einen Garten haben, aber dann fing die an zu gärtnern und war so richtig angefixt. Und mit jedem Jahr kam sie dazu, oh nee, das will ich noch haben und das will ich noch haben und das will ich noch haben. Also musste auch was weg, was Öme da reingepflanzt hat. So, einige Jahre später, Öme betrachtete die Gärten, die er gemacht hat, immer auch als seine. Nicht nur, das war nie fertig. Aber in dem Stress, den der so hatte, ist er dann da jahrelang nicht hingekommen. Und dann ist er nach ein paar Jahren da hingekommen und hat dann diesen Garten gesehen und hat seinen Garten nicht mehr wiedererkannt. Und dann hat er erstmal Frau Kane oder dieses Ehepaar zusammengefaltet und dann haben die sich davon aber nichts angenommen. Und dann ist er einkaufen gefahren und kam dann mit seinem Auto voller, mit einem Mercedes Kombi gehabt, Kombi vollgepackt mit Stauden und Gräsern, ist dann da rein und hat angefangen umzugraben, also ohne vorher anzuklingeln oder so. Und er hat dann schon geguckt, ist der Wagen da, wenn er nicht da war, zack, daran, Garten wieder umgestaltet. Und dann kam Frau Kane zurück und war überrascht. Und hat ihm dann gesagt, also wenn du das nochmal machst, ne, dann kriegst du Hausverbot. Und da Öme nicht fertig geworden ist, ist er dann nochmal dahin und hat dann den Rest auch fertig gemacht und hat dann aber Hausverbot gekriegt. Und ich wusste, der James von Sweden hatte mir gesagt, er hat auch Schwarzgeld verdient und einen schwarzen Kunden wollte ich haben. Und dann hat der James auch gewusst, dieser Garten ist schön und dann geh da mal hin. Und dann habe ich Wolfgang gefragt, Wolfgang, komm, wir gehen jetzt beide mal dahin. Ich kannte die Story ja nicht. Und dann sagte er, oh, nö, ich habe da heute, nö, ja, ist Sonntag, du hast doch Zeit. Ja, nö, und da muss ich dann alleine hingehen. Aber so habe ich wenigstens die Geschichte mitgekriegt. Das war übrigens in dem Gerichtsgebäude in Tausend ähnlich. Da hat er ja auch, das war dann fertig, und die wollten aber auch Rasen behalten. Und dann fing er da auch an, weil er ja eigentlich, Rasen musste komplett weg. Und dann hat er dann da auch noch angefangen, auf Eigenregie, Planung war eigentlich fertig, fing er dann wieder an und dann hat er auch da Hausverbot gekriegt. Und ich erinnere mich noch an einen Anruf, das war 2000, 2001 oder sowas, da war das Buch noch gar nicht geplant. Und dann rief dann auch an, ohne zu überlegen, ob dann bei uns Nacht ist.
Dann klingelte nachts um drei das Telefon. Und dann, wenn das dann um nachts um drei, dann wusste ich, wer dran war. Ja, also, Wolfgang, bist du noch bei Trost? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Ja, aber ich muss dir unbedingt erzählen. Oder dann war das 5 Uhr morgens, kann man zurückrechnen, 11 Uhr abends. So, ja, wo bist du denn? Ja, ich bin in Tausend. Ich kann nicht so laut telefonieren. Ich pflanze Klematis gerade. Und dann hatte er so eine Kappe, die haben sie ihm geschenkt, damit er beide Hände frei hat, wo oben so eine LED-Leuchte ist. Dann konnte die anmachen. Und dann konnte er pflanzen nachts. So, ja, so grün ist auch der amerikanische Rasen nicht. Ich habe mich da irgendwie verstellt und ich habe es nicht wieder anders gekriegt. Das ist auch im Privatgarten in Pennsylvania, also ein bisschen weiter westlich. Interessant deshalb, weil die Dame, die sich für Ömer und van Sweden entschieden hat, ein historisches Gebäude gekauft hat und einen Garten gekauft hat, der von einem Gärtner, so Länder, die haben ja so einen Gärtner, also in Deutschland ist das jetzt Linné, kennt irgendwie jeder oder viele. So, die Amerikaner haben auch einen, das ist der Olmsted, der hat den Central Park gemacht und der Olmsted hat auch diesen Garten angelegt. So, und das ist anders als in Deutschland. In Amerika, da war der Hang hier, der war nicht steil genug. Fünf Minuten? Oh shit. Jedenfalls ist er weggesprengt worden, weil der Eigentümer Skifahren wollte. Und jetzt muss ich schnell gehen. Anemonen selten gepflanzt von Öme, aber auch doch hin und wieder gepflanzt. Aber ich muss unbedingt, da muss ich noch hin. Genau. Einzeln oder in kleinen Tuffs. Das ist Aster oblongifolius octoverskies. Die hat Öme, würde ich jetzt mal behaupten, Öme nach Deutschland gebracht. Also anfangs war es ja so, immer von Deutschland nach Amerika, irgendwann ging das umgekehrt. Und die ist in Amerika entstanden und wie man sieht, also, und die wird ja so 50 hoch, 50, 60 oder sowas und die unten bleibt die immer so und dann kriege ich oben so einen Strauß und die fällt ganz gerne um. Dieses Umfallen kriegt man natürlich nur in den Griff, wenn man da 100 Stück pflanzt und die gegeneinander fallen. Und dann gibt das auch so eine super Landschaft. So, jetzt dachte ich, fasse es nicht. War irgendwie im Kirschenlohr, also den Namen kann ich jetzt mal nennen, weil der Andreas Kirschenlohr ist ja ein super Gärtner. Und der hat Ahnung und der hat ein tolles Sortiment und alles, spricht gar nichts gegen den. Und dann lese ich einzeln oder in kleinen Tuffs bei dieser Pflanze. Also wenn das Öme gelesen hätte, der wäre sofort nach Deutschland gefahren, nach Speyer. Und er hätte mit diesem Andreas Kirschenlohr geredet.